In den letzten 100 Jahren gab es zwei sehr große Kriege. Fast die gesamte Welt hat gegeneinander gekämpft. Diese zwei großen Kriege nennt man den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Der Künstler Wilhelm Lehmbruck hat in der Zeit des Ersten Weltkrieges gelebt. Er war sehr traurig und bestürzt über den Krieg, so dass er nur mehr traurige Skulpturen schaffen konnte. Um den Ausdruck des Leidens noch zu verstärken, hat er die Arme und Füße der Skulpturen viel länger gemacht, als sie in Wirklichkeit sind. Und alles Unwichtige und Persönliche wie Gesichtszüge hat er weggelassen. Das war sein Versuch, Traurigkeit, Einsamkeit und Angst darzustellen. In unserer Nachbarstadt Duisburg gibt es ein Lehmbruck-Museum. Denn Duisburg ist die Heimatstadt von Lehmbruck. Duisburg ist natürlich sehr stolz auf seinen Bildhauer, da er zu den wichtigsten Künstlern seiner Zeit gehört. Darum wurde für ihn ein Museum gebaut. Den ganzen Nachmittag kannst du mit deinen Eltern hindurchschlendern, staunen, raten und beobachten. Und du wirst sehen, dass es faszinierend ist, Skulpturen zu betrachten, weil du um sie herumgehen kannst.